Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's ran, dass wir das Häuschen von Goofy bauen. Er will mit in die Stadt ziehen und damit er natürlich nicht auf der Straße schlafen muss, bauen wir ihm sein Häuschen. Das Häuschen stammt aus der Serie Mickey Mouse Wunderhaus. Von daher schnappen wir unsere Blöcke und dann zeige ich dir, wie wir es aufbauen. Für Goofys Haus holen wir uns einfach mal ein bisschen gelbe Keramik raus, gelber Beton, Bruchsteintreppen, gemeißelte steinzige Blöcke, denn davon auch nochmal die Mauern holen wir uns raus, Birkenholzstufen, glatte Quarzblöcke, davon die Treppen wie Stufen sind dabei. Wir beginnen erstmal mit unserer Keramik. Wir fangen am besten von hinten nach vorne einmal an bei unserem Schuh. Da setze ich mir jetzt erstmal drei einzelne Blöcke und beim dritten setze ich nochmal weitere vier Blöcke ran, sodass wir hier fünf haben. Gehen jetzt schräg ein nach oben, setzen uns vier Blöcke hin. Zwei freilassen und fünf Blöcke hin. Dann gehen wir wieder zwei schräg. Beim zweiten schrägen setzen wir vier Blöcke hin. Der geht jetzt so nach oben, das ist jetzt die Breite. Und dann gehen wir einfach wieder zurück, setzen nun zwei Blöcke hin. Ab dem zweiten können wir das gerade einmal so lang ziehen, bis wir, sag ich mal, hier ankommen. Das wäre jetzt eine Länge von 11 Blöcke, wenn einer das nachziehen möchte. Dann setzen wir wieder unsere fünf Blöcke hier schräg einmal hin und gehen wieder zwei nach innen. Sobald wir das haben, würde ich sagen, setzen wir gleich schon mal unsere Türen einmal rein. Und zwar hier hinten am Hacken, wo wir vier Blöcke Platz haben, setzen wir an der Seite zweimal unsere Quarzblöcke hin. Darauf setzen wir einfach unsere Treppen. Dahin dann einfach umgedrehte Treppen und darauf einfach nochmal zwei Stufen. Diesen Türrahmen wollen wir dann uns nochmal auf der Seite einmal platzieren, wo wir diese zwei Blöcke Platz gelassen haben. Davor setzt ihr auch wieder zweimal hier einfach unsere Quarzblöcke hin, dann wieder die Treppen einmal rauf. Treppen dann natürlich noch einmal dazwischen und die Stufen einmal rauf. Schnapp dir jetzt deinen gelben Beton. Wir fangen am besten auf der Vorderseite an. Hier setzen wir einfach mal vier Blöcke rein. An den Seiten setzen wir noch zwei weitere Blöcke einmal rauf. Darüber setzen wir auch nochmal zwei Blöcke. An den Seiten lassen wir es frei. Hier kommt später ein Fenster rein. Dahinter machen wir gleich unseren Reißverschluss. Wir machen das mal so, dass wir jetzt hier eine Treppe uns hinsetzen. Darauf unseren gemeißelten Block und noch eine Treppe. Auf der anderen Seite lassen wir einfach drei Treppen hier einfach mal überstehen. Hinter dieser Treppe machen wir jetzt einfach mal eine umgedrehte Treppe ran. Und dann setzen wir hier drauf wieder Treppen, aber machen das jetzt so, dass sich die mittleren Treppen einfach mal mit Rücken an Rücken anlehnen. Hinter unserem Reißverschluss setzen wir wieder unseren gelben Beton hin. Du kannst gerne das vom Boden gleich mitziehen oder lässt der einen Block halt darunter Platz. Das kann man sich aussuchen, wenn man möchte. So, jedenfalls setzen wir das jetzt hier einfach mal auf drei Blöcke hier hoch auf beiden Seiten und können danach hier oben das einfach mal zuziehen auf eine Zweierlänge. Gleich dahinter setzen wir jetzt auf unsere Keramik 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke. Die machen wir auch wieder drei Blöcke hoch. Auch hier vorne bei der Tür setzen wir die einfach mal auf die Keramik einmal rauf. So, bei der Tür können wir das hier einmal rüberziehen. Wenn wir das dann auf beiden Seiten auf sechs Blöcke lang haben, können wir jetzt hier einmal weiter nach innen gehen. Ziehen wir einfach mal eine Reihe lang. Auf der anderen Seite gehen wir auch eine Seite ein bisschen nach innen. Wenn wir das haben, setzen wir darauf jetzt ein weiteres Dach und machen das jetzt einfach mal genau hier einmal drauf. Und müssen es natürlich dann hier nochmal zuziehen, so dass ja alles schick ist. Gleich dahinter setzen wir jetzt wieder hinter unserer Keramik insgesamt vier weitere gelbe Betonblöcke mal so hin, dass die überstehen. Also wäre das dann hier auf der gleichen Höhe wie unsere erste Ebene. So, andere Seite auch. Einfach darauf achten, dass wir hier vier Blöcke haben. Dann könnt ihr das ja einfach mal miteinander verbinden zur anderen Seite. Und dann lasst ihr einfach noch an den Seiten hier ein Knubbel so überstehen. So, jetzt kommen wir zu den Rückseiten. Hier wollen wir das natürlich auch nochmal machen. So, ich mache jetzt erstmal mir einmal gelben Beton hier einfach auf der Innenseite mal lang. Und diesen Beton ziehe ich mir jetzt einfach mal auf eine Höhe von drei Blöcke. Wenn wir das dann auf jeder Seite hier auf drei Blöcke hoch haben, können wir jetzt in der Mitte jeweils auch nochmal drei Blöcke hinsetzen. Gut, hier hinten am Hacken wären es dann vier Blöcke, die wir hier hinsetzen. Oh, hier muss ich das noch zumachen. Wollen ja nicht reingucken. Und auf der anderen Seite, zack, setzen wir nochmal drei Blöcke hin. Danach setzen wir natürlich hier an den Ecken immer noch einen weiteren Block einmal hin. So, dass das hier zu ist. Und dann haben wir hier schon das Maß, wie wir jetzt weiter höher gehen wollen. Und zwar an den Seiten setzen wir jetzt einfach hier vier Blöcke hin. Und auf der Vorder- und Rückseite setzen wir einfach drei Blöcke hin. Einfach hier über unserer Lücke können wir da einfach die Blöcke hinsetzen. Wenn ihr das habt, könnt ihr hier gleich den Innenbereich auch einmal zuziehen und nehmen uns dann nochmal unsere gelbe Keramik und setzen die nochmal außen einmal so lang. Haben wir denn die Keramik hier oben einmal lang gezogen, dass sie so ein bisschen übersteht? Nehmen wir jetzt mal unsere steinzige Mauer. Hier suchen wir mal die Mitte raus, lassen so zwei Blöcke Platz und setzen die einfach mal hier oben in der Mitte hin. Die wollen wir aber auch vorne nochmal bei unserem Reißverschluss einmal unseren gemeißelten Block platzieren. Nun bleibt uns nur eine Sache übrig und zwar die Birkenholzstufen. Die platzieren wir jetzt erstmal über unserer Tür, einfach mal vier Stufen auf der Seite. Auf der Rückseite setzen wir hier auch nochmal vier hin. Dann würde ich noch sagen, setzen wir hier zwei ganz vorne hin. Dann würde ich noch hier zwei mir hinsetzen. Und wenn ich von vorne nochmal gucke, würde ich sagen, hier an unserer Treppe hier setzen wir auch nochmal jeweils zwei Stufen hin. Dann fliegen wir nochmal auf die Rückseite.
Ich würde euch noch empfehlen, euch ein kleines Fenster hier einfach mal reinzuhauen. Ich setze mir das einfach mal auf die Rückseite jetzt einfach hier rein. So ein 2x3 Fenster passt hier ganz gut rein. Danach holen wir uns gleich noch ein bisschen Eichenzaun raus. Einen weißen Wolleblock, ein paar Eisenfalltüren. Ich würde euch jetzt einfach mal ein rotes Bett und ein gelbes Bett empfehlen. Die Farbe könnt ihr euch natürlich auch noch aussuchen. Dann holen wir uns noch ein paar Eichenblöcke raus und Fichtenholzblöcke, wie ein paar Steinknöpfe. Fliegen wir erstmal auf unser Dach, nehmen unser Eichenzaun und setzen auf unsere Mauer dreimal Zaun und einmal Wolle hin. Jetzt müsst ihr euch mal kurz Hilfblöcke nehmen. Und jetzt setzen wir hier ringsherum einfach mal so ein kleines Viereck. So, ich nehme jetzt einfach meine Holzblöcke, die hauen wir sowieso weg. Denn hier drauf möchte ich mir jetzt, sag ich mal, meinen kleinen Schirm basteln mit meinen Betten. Setzen wir die hier so ein bisschen im Wechsel hin. Tausche denn meine Blöcke durch meine Eisenfalltüren einmal aus. Wenn wir das denn erledigt haben, behalten wir noch die Eisenfalltüren in der Hand, fliegen zu unserem Reißverschluss, setzen die einmal darunter. Dann kommen wir jetzt einmal zu unseren Türen. Hier setzen wir erstmal unsere Eichenholzblöcke unten hin und zwei Reihen Fichtenholzblöcke gleich darauf. Wer möchte, kann da auch gleich einen Knopf anbringen. Den Knopf verwenden wir aber auch nochmal für unseren Reißverschluss und setzen ihn einfach auf die Mauer rauf. Eine Tür haben wir noch, hier auf der Rückseite, also Eichenblöcke unten hin und zwei Reihen unserer Fichtenblöcke. Wer möchte, Türknauf, weil sonst kriegst du ja die Tür nicht auf. Bevor wir jetzt unser Häuschen abschließen, fehlt noch eine Sache, und zwar unsere Fenster. Die müssen wir natürlich noch bestücken mit ein paar Glasscheiben. Ich empfehle dir einfach mal das türkise Glas, aber ist halt einfach Geschmackssache. Jetzt kommt es natürlich noch darauf an, ob du das Häuschen noch von Kufi einrichten möchtest. Wenn nicht, nimmst du da einfach noch ein bisschen blauen Beton, setzt das hier einmal innen drin rein und verkleidest dir einfach deine Fenster damit. Kufis Häuschen steht jetzt, jetzt kann er einziehen, er freut sich. Ihr könnt natürlich immer noch ein bisschen Deko bauen, zum Beispiel hier so einen kleinen Pflasterweg, der, sag ich mal, zum Haus führt, kann man sich basteln. Oder noch so ein kleines Beet vom Häuschen, ein paar Gummibäumchen, Mauer ringsrum und fertig. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, findest du wie immer oben in der Infobox noch weitere solcher tollen Videos. Vergiss natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bleib gesund, haut rein und ciao.